Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorievideo und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist wieder vom guten Erik Berntsen. Was wäre, wenn Thales mit Raditz, Nappa und Vegeta gekommen wäre? Im Grunde wäre dies eigentlich das Ende der Erde, weil keiner hätte eine Chance zu der Zeit überhaupt gegen Nappa und gegen Vegeta und Thales erst recht nicht. Aber eigentlich irgendwie schon, da es in Dragon Ball Z ja schon immer so war, dass neue Feinde auf dem Level der Z-Kämpfer waren. Darum wären Thales und Co. auch um einige schwächer. Hier die Kampfkräfte der Schars. Raditz 220, Nappa 280, Vegeta 450, Thales 550. Die vier würden natürlich den Baum der Macht pflanzen und die Früchte würden sie stärken. Aber auch nur Vegeta und Thales. Weil Raditz und Nappa bis dahin schon den Löffel abgegeben hätten. Oder dass sie Vegeta getötet hätte, weil sie versagt haben. So wie man unseren guten Vegeta ja nun kennt. Die Z-Kämpfer könnten ja auch auf die Idee kommen, die Früchte selbst zu essen, womit sie dann Vegeta und Thales wieder ebenbürtig wären. Nach einem langen Kampf würde, wie man es kennt, das Gute gewinnen. Zum Schluss würden sie Shenlong rufen, um den ganzen Schaden zu beheben. Wie fandet ihr diese Theorie? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr noch weitere Theorievorschläge habt, dann schreibt dies auch in die Kommentare. Wenn sie mir gefallen, nehmt es auf jeden Fall gerne mit auf meine Liste und wenn euch das Video noch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!